So, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Wir waren ja auf dem Weg nach Prag und werden dort heute den Felix treffen, mit dem wir heute hier eine Runde gemeinsam unterwegs sein werden. Genau, hi. Genau, ich starte hier schon mal unseren wunderschönen LKW. Was das für einer ist, verrate ich dir nicht. Das soll eine Überraschung werden. Ja, das weiß ich eigentlich schon. Wie? Scania, oder? Ja, woher weißt du das? Da ist gerade jemand in mich reingefahren. Was? Ja, TF Go. Nee, ich glaube, es geht los. Ja, jetzt ist einer in dem... Oh, jetzt fährt er wieder in mich rein, okay. Ja, leider ist es jetzt dunkel, aber gut, das ist halt jetzt so. Wir werden es nämlich so machen, wir Also hier ist ja was... Also die lassen mich... Die können mich nicht rauslassen hier. Ich komme hier nicht mal raus, oder? Ohne die zu rammen. Also das wird jetzt dann gleich so ablaufen. Ich werde mit dem Hermann mich... Felix... mit dem Felix mich in Erdkunde. Was erzähl ich hier für einen Schrott? Was, ich bin gerade irgendwie. Was ist denn los? Warte mal, so also noch mal ja, wir werden in Erdkunde mal das neue Thema besprechen. Ja, was macht er gerade in Erdkunde? Weißt du gar nicht, ne? Nee. Was? Also, das geht ja gar nicht. Ich hasse Erdkunde. Was? Ja. Ich habe Erdkunde als Leistungskurs. Ui. Ja, ui, ne? Ui. Denke ich mir manchmal auch. Felix. Wir treffen uns gleich in Prag. So war es nämlich Erdkunde. Wir treffen uns gleich in Prag. Genau, also ich stehe hier am, wie kann ich das nennen? Also ja, genau, an meinem Firmengelände. Genau, aber bitte auch immer bewegen, weil sonst wirst du gebannt. Also ich würde da notfalls eine Runde rumfahren. Gut, dann fahre ich mal ein bisschen rum, ne? Weil genau, das ist ganz wichtig. Und dann gebannt. Was habe ich gesagt? Bannt. Du wirst dann bannt? Gebannt. Ja. War doch richtig, oder nicht? Genau, aber... Ja, schon, aber... Ich wundere mich, also dass es so extrem ist, gebannt, also für, wenn man... Ist ja schon ein bisschen extrem, aber... Ja, was soll's. Genau. Ja gut, aber das ist halt so. Auch wenn man hier tagsüber nicht mit Licht fährt, das ist halt irgendwie manchmal so ein bisschen... Und wir haben heute noch den Schneemaut mit dabei, weil einfach schön ist mit Schnee. Noch einmal so als Erinnerung an den Schnee. Hupe ist H. Bitte? Hupe ist H, ne? Hupe ist H, genau. Ja, wieso fragst du das? Musst du das so dringend wissen? Naja, wenn man grüßen will. Ach so, ja. In dem neuen Scania, wenn du da Lichthupe machst, What? dann ich wurde gekickt. Was, echt? Weil ich meine Lichter zu stark gemacht habe. Ich glaube, ich bin. Echt? Ja. Was ist denn das? Hattest du Fernlicht an? Ja. Ja, das musst du ausmachen. Ach du Kacke, wie streng ist das denn? Was kann ich jetzt dagegen machen? Muss ich jetzt neu starten? Genau, jetzt musst du nochmal neu starten. Ach, Felix, Mensch. Oh Gott. Um Gottes Willen. Das ist es, ne? Ui. Aber ich hab noch 40 Kilometer bis Prahi, wie es da, glaube ich, auf Tschechisch heißt. Prahia. Praha. Praha heißt es, glaube ich. Ja, aber also auf Tschechisch heißt es aber, glaube ich, Prahi, meine ich. Echt? Ja, ich meine ja. Brahi. Ja, wobei ich meinte ja eben auch, du würdest Hermann heißen, also das heißt gar nichts jetzt. ja. Was sind das alles für Namen? Das ist so eine Sache. Auch ganz peinlich ist es, wenn du statt Marius Mario sagst. Mario. Ich bin's Mario. Oder statt wieder, Mario Mario. Was hat denn da wieder gerade so gepiept? Das war mein Röhrenfernseher. Stimmt das jetzt wirklich oder stimmt das nicht mit dem Röhrenbildschirm? Er glaubt mir wieder. Weil der Felix, der ist ganz gemein, der sagt mir ständig, er hat einen Röhrenbildschirm zu Hause. Ja, und ich glaube das natürlich. Das ist halt, ne? Ja, und das findet der lustig und ich finde das nicht lustig. Das ist dann auch noch so der Unterschied. Ja. Mhm. Also jetzt, Moment mal. Also als erstes, so, jetzt habe ich normale Lichter. Gut. Okay, super. Wenn die mich jetzt nochmal kicken, dann raste ich aus.
Also bist du wieder drauf. Ups, ich habe aus Versehen nicht gehupt. Ich habe ihn nicht begrüßt. Ja, also bitte, ganz wichtig. Drück zweimal auf L, dann... It's my life together. Was singen die denn jetzt hier in Prag, du? Jetzt fangen die an zu singen. Im Funk, hörst du das? Ja. Ich glaube, es hackt nur noch so. Aber oh, war gar Gott. Nicht so schlecht gesungen, also... Ich glaube, ich spinne. Was ist jetzt, denn? Jetzt sagt... Am Anfang wurde ich gekickt, weil ich die zu stark hatte, die Lichter. Und jetzt sagen die, ich muss die anmachen. Ja, du musst zweimal L drücken. Ja, aber wann muss man die denn ausmachen? Gar nicht, die müssen anbleiben. Immer? Ja. Und warum wurde ich dann gekickt? Ja, weil du nicht anhattest. So. Ach, Felix, Mensch. Das ist ja ein Ding. Naja, also. Inhalt der Folge, ich fahre nach Prag, du wirst permanent gekickt. Ja. Du musst aber aufpassen, weil nicht, dass die hier bannen noch, ne? Oh Gott. Also da kommt ja so eine Meldung unten, wenn ich das innerhalb von 15 Sekunden nicht mache, dann werde ich gebannt. Ja, oder ja. Die 15 Sekunden waren dann scheinbar abgelaufen. Naja. Ja, das ist so eine Sache, ne? Ich hab dir jetzt gehupt. Als, du hast jetzt gesagt hier, ihr kickt mich, ich hup zurück. Wenn ihr kickt, dann hupe ich, ja. Da gibt's einen auf die Hupen. Okay. Mach das ganz schön. Oh Gott! Was denn jetzt schon wieder? Ich wusste nicht, dass da der Weg zu Ende geht. Da bin ich einfach hingefahren. Was? Was hast du jetzt egal, verbrochen? Egal. Ach Mensch. Ich mach einfach zu viel Müll. Du bist ja so ein richtiger Gangster hier. Ja, aber sowas von mir. Naja, falsche Richtung, in die ich einschlage. Oh, Marius. Felix, meine ich. Ich glaube, das gibt dir nichts. Aber ja, wobei doch. Ich bin immer optimistisch. Ich glaube immer an alles. I believe always on everything. Genau. So. Was, wie ist das denn mit dir so rückwärts einparken mit einem LKW-Anhänger? Bei mir, also, ist so eine Sache. Jetzt fallen dir mir schon die Notizzettel von der Wand. Es wird immer besser hier gerade. Ich habe hier nämlich direkt neben dem Monitor eine Wand vom Schreibtisch und dort tue ich immer Notizzettel ranheften, weil ich bin ja so vergesslich, ich kann mir ja nicht mal deinen Namen merken, wie du weißt. Ach so. Und da hängen jetzt die ganzen Sachen, nur die fallen dann runter mit der Zeit, das sind irgendwie so Klebezettel. Die fallen dann vom Glauben ab, weil sie glauben, ach, der Tim, der denkt eh nicht mehr an uns. Die sind dann ganz schön beleidigt. So. Mensch, jetzt hält die Ampel wieder für 2 Jahre, aber... So, Fabi. Felix. So. Oh Gott. Also, du bist schon drauf, sagst du, ne? Ja, ich bin schon längst drauf. Also, ich fahre gerade die ganze Zeit rum. Ja, hier. Ich sehe dich. Pass auf, da musst du mir mal sagen, wo bist denn du da jetzt? Also, ich fahre jetzt wieder zu meiner Garage, ja? Deine Garage? Ja, wo ist denn die? Bist du bei so einem Kreisverkehr? Also ich weiß gerade nicht, wo du bist, ne? Das ist halt die Sache. Ja, und ich weiß jetzt auch nicht, wo du bist. Ach halt, ich habe eine Idee, wo du sein könntest. Bist du an einer Garage? Wollen wir zur Werkstatt gehen? Ja, ich glaube, du bist an einer Garage, ne? Oh Gott, es ist der Motor aus. Marius, Felix, du bist an einer Garage, ne? Einen Moment. Ich bin Anfänger. Hilfe! Oh Gott, ja, also ich bin in einer Garage? Wie Garage? An deiner Garage? Genau, Garage, ja. Die ist. Also ich bin noch nicht da, ich bin gleich da. Ja, ich bin schon da. Und oh, frag mich, wo du gerade bist. Das heißt, ich komme auch gleich. Ich hab's noch circa so 200 Meter. Und der fährt gerade irgendwie wieder. Keine Angst. Der Boss ist schon da. Er kommt und hilft dir. Oh je. So, ach, das bist du, oder? Wie, das nee. Bist du? Das bist du auch nicht. Wo bist du denn? Ach, da bist du! Hier, Felix! Hoi! Hier, bleib mal, fahr mal weiter, ich komme jetzt auch raus. Okay. Nicht aus der Irrenanstalt, sondern aus... Ja, was, dann fahr doch jetzt hier, hopp. Ich habe so ein Müll gebaut mit dieser ganzen Gangschaltung hier. So, wo bist du denn jetzt hier? Da vorne. Ich bin hinter dir. Fahren wir mal irgendwie zu irgendeinem Hof, wo wir uns einen Auftrag besorgen können.
Moment, war nicht die Ampel gerade rot? Die ist doch noch rot. Ja, die Ampel ist rot, ne? Genau. Genau, weil der ist einfach über rot gefahren, ne? Ja, dann Kennzeichen aufschreiben, ne, und ist klar, ne? Fahren wir denn hin? Also ich habe nicht mal einen Anhänger. Ja, ich auch nicht. Wir fahren jetzt einfach mal hier rechts zu dem nächsten Verladehof. Da kommt ja dann einer auf der linken Seite. Ach, rechts, ne? Okay. Was war das denn gerade? Fahr ich gut? Sieht das schlecht aus oder sieht das gut aus? Das sieht mega professionell aus. Oh je. Da bin ich ja sogar froh, nach so langen Pausen. Aber hier ist natürlich nicht 30, sondern hier ist eigentlich schneller. Ah ja, ne? Ich vergesse immer hochzuschalten, ne? Das ist immer so die Sache. Pass mal auf, ich fahre jetzt mal vor. Genau, dann mach das mal. Weil ich habe selber keinen Plan, wo ich jetzt hin soll, ne? Ja, wir fahren jetzt hier links, ja? Ja, da steht wieder einer mitten drauf. So, ich hab jetzt einfach mal... Ich hupe immer, wenn ich jemanden sehe, ne? Ja, wenn du dann 50 Leute siehst, dann hupst du 300 Mal. Hoppla, ich fahre gleich gegen dich, oh Gott. Also, was hast du für Aufträge? Einen Moment, ich muss da auch mal hin dann. Ja, das wäre natürlich gut. Wie kann ich aber da hin? Ja, du musst doch dich auf den Bereich da stellen. Ja, aber du bist doch neben mir da. Ja, du kannst mich ja in mich reinstellen. Echt? Ja. So, und dann solltest du auch so ein Auftragbuch kriegen. Gut. So, also, hier, was machen wir? Frachtmarkt oder externe Aufträge? Externe, du hast dich doch jetzt hier hingestellt, wo ich bin, ne? Genau. Ja, und dann drückst du Enter. Genau. Und dann Frachtmarkt, genau. Okay, und dann? Was für Aufträge hast du da? Wohin geht's? Also, ich habe hier einmal Mineralwasser, 24 Tonnen, von Praha nach... Also von Tschechien nach Polen auf jeden Fall. Ja, das reicht. Was hast du noch für Ziele? Ich habe hier noch Bremen. Habe ich nicht. Ich habe nur Linz sonst. Sonst nichts? Nee. Ja, pass auf. Dann fahren wir mal weiter. Dann fahren wir mal zum nächsten Hof. Ist die Frage, wo der ist. Also, komm mal mit. Wir fahren jetzt mal nach hinten. Da, wo deine Garage war, fahren wir jetzt nochmal hin. Und da vorbei noch. Ja? Gut, Du kannst direkt hinter mir bleiben. Moment. Ich habe gerade so meine kleinen Probleme hier, so. Also ich würde gern was machen. Bitte, das muss ich nochmal kurz machen. Ich muss was machen. Ja, ich fahre schon mal, ich guck mal beim nächsten, was für Aufträge es da gibt. Boah, Mensch, die genau, fahr einfach schon mal vor, ne? Das Piepen ist, wenn der Funkspruch kommt. Und ich dachte, das ist dein Röhrenbildschirm. Wie kann ich auch Automatik stellen? Gameplay, glaube ich. Nee, hier. Ah. Echte Automatik. So, weil das geht mir manchmal auf den Sack jetzt langsam. Mit dieser Gangschaltung, das kann ich noch überhaupt nicht. Das mache ich jetzt einfach mal weg. So, dann kann ich auch hier jetzt mit Automatik fahren, ne? Das gefällt mir auch mehr. So, weil wir müssen dann mal gucken. Euro-Goodies ist ja hier noch so ein Laden, den es gibt. Da können wir vielleicht einen Auftrag herkriegen, den wir beide haben. So, wo fährst du denn eigentlich hin jetzt gerade? Ich fahr mal zu deiner Garage erstmal. Du weißt ja noch, wo die ist. Gut, ja, das weiß ich. Und da fährst du nicht in die Garage, sondern einfach geradeaus. Okay. Kannst mir ja sagen, wenn du dann da bist. So. Bist du auch bei der Garage hier? Ja, und dann geradeaus fahren. Dann kommst du irgendwann auf den Kreisverkehr zu. Ah ja, das weiß ich, ja. Da war ich auch davor schon. Genau, und wenn du das gemacht hast, gehst du auch auf Frachtmarkt. Danke, der hat mich vorgelassen, das ist schön. Das freut mich immer wieder. So, und da kannst du mir natürlich Bescheid geben, wenn du dann da bist, und dann können wir mal abgleichen.